Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974, an meiner Seite der großartige Starkiller, der einzige Mann, der hier Durchblick hat. Wir sind immer noch bei Taran und der Zauberkessel oder Black Cauldron oder mein persönlicher neuer Albtraum. So, und extra für dich, allein um dich zu ärgern. Weiter runter geht's aber wohl auch nicht. Aber wir können mit Sicherheit nochmal irgendwo mit Sicherheit runterfallen. Das ist ein Sierra-Spiel. Ja, da wird es doch die Möglichkeit geben, denke ich. Sonst wäre es ja kein Sierra-Spiel mehr. You just walked directly in the cell. Ja, und? Ja. Da ich nicht stehen kann, was wird mir denn an das übrige Vögel? Na gut, da stehst du wenigstens. So, wir benutzen Seil. Mhm. Genau, du wirfst das Seil hoch über deinen Kopf und es ist dementsprechend hier an einem kleinen toten Ast, fängt es ihn ab. Du seilst dich damit an und gehst langsam das Ding da hoch. Macht er das wirklich? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich musst du das wieder machen. Genau, du greifst das Seil und hängst dich daran, was ja logisch ist. Was? Was war das denn? Kommt das wahrscheinlich die Stelle, wo ein Joystick angebracht wäre? Ach, Quatsch. Quatsch. Wir haben noch eine Fähigkeit, die viele andere... Warum ist das... Warum habe ich eigentlich gerade nicht... Warum hat er gerade das nicht genommen? Ist egal. So, komm, wir machen das nochmal. Und jetzt safen wir nochmal richtig mit Roberta ist toll. Ja. So, und jetzt machen wir wahrscheinlich... Wie geht das denn? Alter, was? Wahrscheinlich musst du wirklich schräg halten. Das ist doch... Stell dir vor, das passiert ja später. Da freue ich mich drauf. Mhm. Kann ich mir denken hier. Vor allem, es geht überhaupt nichts. Mhm. Es geht nicht nach oben, es geht nicht nach rechts. Freunde, das kann es doch nicht sein. Ich versuche es mal tatsächlich mit der 9 auf dem 10er Block. Vorher Numblock ausschalten natürlich. Ja, Na, was sage ich? Du hast recht. Mhm. Du bist gut. Ja, ich habe das noch nie gespielt. Halt, ich will mal nochmal runter. So, jetzt speichern wir nochmal. Und machen wir Mist. Dann haben wir wahrscheinlich das nächste Bad Ending. Mhm. Ich vermute das einfach mal. Ja, ich gehe mal davon aus. Oh, du hast es nicht geschafft. Der gehörnte König hat den schwarzen Kessel und beherrscht nun Prydain. Ach, echt? Eine Runde Mitleid. Oh. Okay. Aber genug. Merkt euch, macht das mit dem Nummernblock. Mhm. So, lass mich ran. Es geht weiter. Es geht weiter. Was machen wir denn jetzt hier? Klettern. Durchklettern die Felswand, genau. Deswegen, es ist ganz wichtig, bei alten Spielen nie zu speichern. Mhm. Sonst wäre die Herausforderung zu gering. So. Das ist soweit schon mal gut. Obwohl, so. Ich habe ja zu denen gehört, die die ersten 60 Punkte von Gold Rush ohne Speichern geschafft haben. Ja gut, das schafft man ja auch noch. Ja, ich war bis gerade eben war ich noch stolz auf die Leistung, jetzt nicht mehr. Nee, du bist super. Also wirklich super. Also super Ingo. Also ich muss schon sagen, also ne? Da gehört auch eine Menge zu. Kommt mir das jetzt hier nur so einfach vor oder laufe ich hier falsch? Kein Plan. Ich schaue jetzt gerade nicht auf die Lösung, sondern ich mache hier so nach Dings nach gut dünken. Aber wenn es da lang geht, denke ich, so schlecht kann ich nicht sein. Also wenn wir dann irgendwie so einen Höhlenweg erreichen, dann ist es ganz gut. Wir sind vom Schloss. Oder so. Ist das richtig? Wir sollten dann das Schloss mal erreichen. Das ist das Schloss. Da
Das Gewitter regt dir an Angst ein. Uah. Du wirst dich freuen, wieder zurück in deinem scheiß Farmhaus zu sein. Aber du kennst es nicht, Aran. Du kennst es nicht. Du musst es schaffen. Dieses Spiel macht mich halt wahnsinnig. Ich geb dir nachher deine Tabletten. Alles gut. Ja. So, hier ist ein Labyrinth. Lass mich raten. Speichere oft, speichere viel. Und lauf geradeaus. Ach komm, das kriegen wir schon hin. Was soll? Ach so, hier stimmt. Hier gab es doch Krokodile, ne? Die kommen da noch. Will mal gucken. Ja, du bist tot, bestimmt. Bestimmt bist tot, sag ich doch. Ach Mist, ich wollte doch nur die Krokodile sehen. Das sind bestimmt Alligatoren. Das kann natürlich sein. Das macht die Sache natürlich total anders. Richtig. Da muss ich mich natürlich anders drauf vorbereiten. Das ist gut, dass du mir das sagst, weil sonst hätte ich das total falsch gemacht. Du musst die Taktik ändern. So, komm, das schaffe ich, alter Pro-Gamer hier. Und wenn nicht, save ich nochmal. Sing. Du kannst dich übrigens noch qualifizieren, wo wir gerade hier sowieso geile Sachen machen. Also du kannst dich auch qualifizieren für die PFC-Version von Metal Gear 1. Das dürfte ungefähr genauso viel Spaß machen. Ich höre diese Stille. Du, vereinbart war eigentlich, dass du mir 500 Euro gibst für das Video. Och, das ist ja, wenn ihr so eine Geschichte hier bestraft. Wenn ihr anständig klickt, reicht dafür ein Video. kann ich abkürzen oder muss ich beide Wege wahrscheinlich, ne? Gute Frage, nächste Frage. Egal, ich gehe mal woanders dahin, mal gucken, vielleicht bin ich dann tot. Hallo? Ah, Crocodile Rock. Ach Quatsch, da wird doch nichts passieren. Oh, ist das schlecht? Verstehe ich gar nicht. Ach nö. Okay, also so nicht. Aber lass mich raten, ich muss den anderen Weg gehen, ja? Ich weiß nicht, ich schau mal gerade selbst nach wieder. Ich gehe mal wieder. Vielleicht gehe ich auch wieder automatisch zurück. Your first is intense. Geh mir nicht auf den Sender. Also ich würde eher durchschwimmen, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist. Ist doch. Ja, wie soll ich das denn machen? Schwimmen? Den Krokodilen ausweichen? Ja, das ist mir vom Prinzip schon. Das Prinzip ist mir irgendwie klar. Am besten sagst du den Krokodilen, dass da ein Alligator dazwischen ist, dann beschäftigen die sich miteinander. Jetzt war ich aus. Es geht doch nie gut. Es geht doch nie gut. Wo schwimmst du denn hin? Die Alligatoren sind gnadenlos. Wir verlangen keiner. Also da ist die Zugbrücke, da kann ich ja wahrscheinlich nicht hin, ne? Ich vermute das einfach. Da kannst du nicht unbedingt hin. Da ist doch bestimmt ein L. Also du musst auf jeden Fall nach Norden schwimmen. Das ist mir klar, ich muss irgendwie auf die Wand, ne? Ja, das war's nicht. Ja, das war wieder mal die Vorspeise hier. So, komm, geht da mal weg. Jetzt einmal richtig hier. Hä? Wie kriege ich die denn abgelenkt? So, das reicht doch auch nicht. Dann kommt der Vogel von oben. Ja klar, wenn du direkt vor dem ins Wasser springst, ist ja auch kein Wunder. Ja, das ist ja auch kein Thema. Ich will ja den da oben ausweichen. Aber wie, der kommt ja von oben. Ich kann jetzt mal nur so viel sagen. Da, wo ich mal ab und zu reinspicke, ist der Typ da bei dem rechten Stein ins Wasser reingesprungen. Am rechten. Aber da waren dann auch die Krokodile alle ganz weit weg. Vielleicht musst du einfach eine Stunde warten. Das macht natürlich Spaß. Also rechts heißt in also dem Fall... Also bei dem rechten Stein ungefähr. Also vor dem rechten Stein ungefähr in dieser Höhe. Okay. Ist ins Wasser rein. Und dann einfach natürlich nicht geradeaus, sondern wahrscheinlich ums Eck oder so. Erstmal warten, bis sie alle weg sind und dann durchschwimmen. Jetzt versuch dein Glück. Das sieht gut aus. Ja, das schafft man diese Woche noch. Jawohl! Yay! So, nächste Wand, ne? Speichern bitte. Lass mich raten. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ach, geil! Hier so! Klettert er nicht automatisch oder muss ich wieder Crazy Climber! Geil, das kann ich doch.
Das kann ich doch. Hä? Ach so, bei den Hä? Da fällt er komplett runter? Ah, also Smooth Stones ist nicht gut. Ja, ist doch egal. Ich kann das doch. So, dann machen wir natürlich hier nochmal ein neues Save, weil... Mhm. Can't send me. Nee, nicht send, sondern send me. Genau. Oder ich weiß, das versteht ihr wieder nicht. Obwohl, nee, in Deutsch würden wir sagen, schickt mich. So. Und bevor sich wieder aufregen, das ist alles hier Englisch, das ist Deutsch. So, komm. Auf geht's. Das geht bestimmt nicht so. Ja, schön. Dann den Wurf geschossen ausweichen. Das geht garantiert. Ja, es wäre sogar mit Dusel gegangen, fast. Mhm. War mal wieder ein Pixel daneben. Ein Schuss in den Ofen. Naja. Na, komm. Aus dem Rohr kam nur noch Trockenpulver raus. Komm her, Stein. Ha, komm her. Ha, ha. Ja, ich bin der Titan. Ah. So, alte Regel, es kommen nie zwei Steine hintereinander. Sagte er und riskiert es einfach. Und flog runter. Scheiße. Nächste Kacke. Ah. So, Weinranken müssen wir mit dem Messer durchschneiden. Lustig. Dir? Vermute ich mal. Okay. Wobei, das Braune sieht mir aus wie eine Liane. Ich schneide jetzt trotzdem durch. Mhm. Wo ist denn mein Messer? Ach, da. The Dagger. Was war das denn jetzt für ein Scherz? Ach, wahrscheinlich war das Messer. Muss ich wahrscheinlich erstmal an dem Weinranken festhalten oder so. Keine Ahnung. So, up. Ah, du benutzt den Dolch und schneidest die Ranken durch. Aha. So, jetzt haben wir einen besseren Griff. Okay, haben wir das? Wenn ich einfach anderleuts Ranken schneide, habe ich einen besseren Halt? Nee, ist klar. Nee, ist klar. Und die anderen haben Probleme mit den Gewichtsverlagerungen. Ja, ist die richtige Uhrzeit, um was zu essen. Natürlich. Das ist klar. Sierra geht's noch geiler? Mit dem Endkampf! Was? Your Ram hit into overhaving Parapet? Hä? Ach, wahrscheinlich, weil du dann an der richtigen Stelle hochklettern musst, wahrscheinlich. Ja, wie geil ist das denn? Aber habt ihr sie nie alle? Oder musst du durch das Gelbe da reinlatschen? Das wäre eine gute Idee. Wäre eine Sierra-Logik. Ah, genau, du hast die Ranken entfernt. Ja, dann geh doch da rein! Wahrscheinlich Use oder sowas. Ja, aber ich habe ja kein Objekt. Hä? Doch. Ja. Logik wird überbewertet. So, jetzt erstmal was essen. Genau, bevor du hier ne hungerst. New Object. Komm, jetzt hau ich den Apfel erstmal weg. Use Object. So, crisp and crunchy. So, schön. Siehste, gab auch Punkte dafür. So. Na also. Bumm. So. Wo muss ich jetzt hin? Links eine oder Etage rechts? Tiefer. Was? Du musst in den Weinkeller, ne? Du musst ein bisschen heulen gehen. Ach, Weinkeller. Also sprich, das haben sie jetzt komplett vom Hobbit geklaut. Lass mich ran. Ich sagte nicht Balkon, wo Julia rumschreit, sondern Weinkeller. Ist es die Capulet? Wo ist denn das? Oh. In einer Zelle. Das war, glaube ich, nicht gut. Okay. Also es gehört, das muss man nicht unbedingt erreichen. Oh, hab so lange in dem Verlies, bin so verrottet, Schweinejunge! Du kennst mich doch noch gar nicht. Ich geh mal wieder raus. Ach, Menno. Spielverderber. Wie? Möchte er nur die Tür öffnen? Geht doch bestimmt. Ach, da ist dann.
Das also ist ein Metallbecher, mit dem du dann deine Tür rumkratzen kannst. Wahrscheinlich. Mhm. Also ist das Ziel irgendwas, dass man hier landet, oder? Das war, glaube ich, so nicht gedacht, laut der Lösung, die ich hier habe. Ist egal, dann machen wir gleich nochmal einen Cut. Mhm. Und zup. Warte mal, aber erstmal will ich das hier mal ausprobieren. Aber den Zauberstab, den haben sie mir gelassen. Genau, das Magic World haben wir noch. Super. Versuchen wir damit die Tür zu öffnen, vielleicht geht's ja. Nichts passiert. Aber es gibt Punkte. Na, immerhin, also muss man wahrscheinlich später dahin. Kein Plan. Oder das muss man wieder abräumen, um hier 100% zu kriegen. Aha, was ist denn das? Ah. Ach, das ist die alte. Ja, das ist die Tussi. Aha. Ah, ja, aber das kriegt ihr erstmal noch nicht. Da kommt die Prinzessin. Ja, es war im Film genauso. Es war genauso dämlich. Dann gehen wir in die andere Richtung dann. Nachher. Ja, ist klar, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Diese Drogen wurden gesponsert von Kolumbien. I love this country. Viele Grüße an Onkel Escobar. Ja, ihr seht, auch an mir ist Breaking Bad nicht vorbeigegangen. An meiner Seite der großartige Starkiller, ich bin euer Mr. Venom 1974, das war Black Cauldron Folge 4 und in Folge 5 sehen wir knisternde Erotik, nackte Haut und viel, viel blutendes Fleisch. Ajebejer. Denn das sind Verbrecher. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.